Bemerkenswert ziehen Gärten viele Vögel an. Im Vergleich siedeln in Gärten sogar mehr Arten und oft mit mehr Individuen als in der Feld-, Wald- oder Wiesenflur. Mit wohlklingendem Gesang markieren die Amseln ihre Reviere in den Gärten. Von hohen Baumbeständen aus fliegen Singdrosseln zur Obsternte. Auf Wiesen sammeln Wacholderdrosseln Raupen und Würmer für ihre Jungen. Der Haussperling badet gern im Sand, aber auch in der Vogeltränke. Oft besiedeln Feldsperlinge die Nistkästen der Gärten. Bei der Nahrungssuche findet der Mittelspecht die Obstbäume. Häufiger kann der Buntspecht beobachtet werden. Auf Ameisen und ihren Larven hat es der Grünspecht abgesehen. Eine unscheinbare Spechtart ist der Wendehals. Der hochstämmige Obstbaumbestände, sogenannte Streuobstwiesen, bevorzugt. Häufig finden Stare in Gärten gute Brutmöglichkeiten und ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Ein Nistkasten bietet den Kohlmeisenpaar, ihre Jungen großzuziehen. Sonnenblumen im Garten garantieren viele Vogelbesucher wie die Blaumeisen. Unter der Meisenschar gesellen sich auch Sumpfmeisen. Weidenmeise kann mit der Sumpfmeise verwechselt werden. Immer im Familienverband ziehen die Schwanzmeisen durch die Gärten. Der Kleiber sucht auch kopfunter die Baumrinde nach Nahrung ab. Am Baumstamm kopfaufwärts stochert der Gartenbaumläufer die Rinde nach Insekten und Spinnen ab. Seitdem sie nicht mehr so intensiv bejagt werden, besiedeln Ringeltauben die Gärten. Oft verdrängten die größeren Ringeltauben die Türkentauben aus ihren Siedlungsgebieten. Vernachlässigte Gartenschuppen bieten den Hausrotschwanz gute Brutmöglichkeiten. Der Gartenrotschwanz bevorzugt alte Obstbaumbestände. Verwilderte Gärten ziehen Rotkehlchen an. Ein Zaunkönig fühlt sich hier auch wohl. Laut und mit bestem Gesang macht sich eine Nachtigall
im Gartenrevier bemerkbar. Weniger auffällig singen die Heckenbraunellen. Noch unscheinbarer verhalten sich die Grauschnäpper. Die Grasmücken sind keine Insekten, sondern Singvögel wie die Mönchsgrasmücke. Die Gartengrasmücke kommt trotz ihres Namens selten in einen Garten. Obstbäume und Hecken klappern oft Klappergrasmücken ab. Energisch markieren Dorngrasmücken ihr Brutrevier. Auf Fluginsekten haben sich Rauchschwalben spezialisiert. Eine Bachstelze fängt rennend ihre Nahrung. Ein Gartenteich mit Wasserpflanzen zieht zuweilen Stockenten an. Werden Fische im Gartenteich gehalten, kann es den Graureiher anlocken, den einen oder anderen mit viel Geduld zu fangen. Zur Nacht trauen sich die Mäuse heraus. Darauf hat die Schleiereule gewartet. Auf seinen Kontrollflügen findet der Habicht auch im Garten seine Beute. Der Sperber erwischt selten einen Gartenvogel, weil alle auf ihn aufmerksam machen, sobald er heranfliegt. Die Krähen trennt die Elbe in die westliche Rabenkrähe und die östliche Nebelkrähe. Als besonders clever gilt der Eichelhäher. Aus der Feldflur zieht es die Elstern in die Gärten, weil immer abwechslungsreiche Nahrung zu finden ist. Zur Reife des Gartenobstes nascht der Birol die eine oder andere Kirsche, bevor er nach Afrika zum Überwintern fliegt. Aus trockenen Heckenlandschaften verfolgen die Neuntöter die Grashüpfer bis in die Gärten. Auch die Goldammer kommt aus ähnlichen Lebensräumen wie der Neuntöter. Selbst Bewohner von Feuchtwiesen wie die Braunkehlchen finden an Holunderbeeren Gefallen, die oft an den Rändern von Gärten wachsen. Einen Brutschmarotzer nennt man den Kuckuck, weil die Weibchen der Kuckucke ihre Eier in Nester anderer Vögel legen. Aber selten trifft es Gartenvögel. Kernbeißer sind uns Menschen gegenüber sehr misstrauisch, weil leider immer noch einige Gewissenlose die Vögel als lebende Zielscheiben beschießen. Bunt gefiedert ernähren sich Stieglitze von den Samen der Stauden.
Häufige Bewohner der Gärten sind die Grünfinken. Auf hohen Bäumen in Siedlungen singt oft der kleine Gerlitz sein schwirrendes Lied. Grenzen Gärten an trockene Heckenhaine an, kann der Bluthänfling beobachtet werden, wie er Ausschau nach Nahrung hält. Aus dem nahen Wald lockt es den Gimpel in die Gärten, wenn die Knospen der Obstbäume kurz vor dem Austreiben sind. Von benachbarten hohen Baumbeständen fliegen ab und an Buchfinken in die Gartenanlagen zur Nahrungssuche. Selbst Schwärme von Erlenzeisigen streifen durch die Gärten, wenn es wieder kälter wird. Aus der Tundra Skandinaviens wandern Bergfinken über den Winter bis zu den Futterplätzen der Gärten. Es ist erstaunlich, wie viele Vogelarten die Gärten als Lebensraum oder als Nahrungsplätze nutzen. Besonders attraktiv für die Vögel sind die Gärten, wo es viele Strukturen gibt, die durch Obstbäume, Sträucher, Beete, Rasen und Stauden gebildet werden.